Herzlich willkommen, Entrepreneure. Zur nächsten Frage. Wir sind jetzt dabei 6. Die Fragen zum Bewerten des Geschäftsmodells nach Alexander Osterwalder. Und zwar geht es um Folgendes, um wiederkehrende Einnahmen. Ich möchte es anhand von einem Beispiel erklären, sagen wir mal eine Zeitung. Wenn wir eine Zeitung am Kiosk kaufen, dann hat der Verlag, also hier verkauft die einmal und das ist eine Transaktion und es ist nur einmal. Ja. Das ist das eine und auf der anderen Seite gibt es ja die Abonnenten. Und bei diesen Abonnenten, die da jährlich oder vierteljährlich bezahlen, da haben dann immer wiederkehrendes Einkommen. Und es ist so, es gibt zwei Vorteile. Die Kosten treten eben nur einmal auf, wenn ich das installiere, dass ich so einen Abonnent habe. Und das Zweite, es gibt eine gute Einschätzung dafür, was ich zukünftig verdienen werde, welche zukünftigen Erträge ich erwirtschaften kann. So, wie gut ist das beim Geschäftsmodell? Zumindest auf der linken Seite mehr oder auf der rechten? So, das war's zu jetzt. Gleich später weiter mit der nächsten Frage.